Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, wir machen heute auch die Hauptstory weiter. Das, was wir beim letzten Mal ja auch schon denn doch noch gemacht hatten. Stimmt, wir waren hier mit Ciri, ne? Und haben diese Pferde gestohlen. Ja, da war was. Jetzt kommen wir nur an Yennefer nicht mehr dran vorbei. Oh, ich will diese Frau nicht, begegnen. Ich mag sie nicht. Plötze. Da. Welchen Plötze? Griff jene von Lode der Zauberin in Rittersporns Gasthaus. Ich habe so das Gefühl, dass da wieder gesoffen wird. Wie eigentlich so ziemlich immer in diesem Spiel. Darüber. Los, reite. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, ich hatte das Reiten so ein bisschen verlernt. Es fällt hoffentlich nicht auf. Das stimmt, hier ist der eine Scheiterhaufen. Den haben sie jetzt dann doch endlich mal verbrannt. So, und da sind wir auch schon beim Gasthaus. Ich habe echt so ein bisschen Angst, dass die Geschichte hier weit vorbei sein könnte. Aber wir haben ja wenigstens da noch die DLCs, mit denen wir uns auch weiter können. Die sieht ein bisschen aus wie die Tochter des Barons. Ritter? Muss ich mit dir reden? Geralt? Nein, muss ich nicht. Schön mit dir zu reden, Sultan. Bis später. Da ist Rittersporn. Hast du kurz Zeit? Für dich immer, mein Freund. Nein. Bis dann, Rittersporn. Oh, das ist nicht richtig. Geht dann wahrscheinlich noch Ofen. Rüber, in der Nähe. Ist richtig. Was ist los? Noch nichts, aber es braut sich was zusammen. Philippa und Margarita wollen mich sprechen. Haben Sie gesagt, weswegen? Nein, aber ich habe einen Verdacht. Ich wette, dass Sie was mit mir vorhaben. Und Sie geruhen mir, Ihre Pläne mitzuteilen. An dem Gespräch kommst du wohl nicht vorbei. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich gehe mit dir, wenn du willst. Wenn du dabei bist, wägen sie ihre Worte sorgfältiger ab. Da wäre ich nicht sicher. Aber zwei Köpfe sind besser als einer. Bringen wir es hinter uns. Oh, die Katze ist süß. Will die Katze haben. Ihr wolltet mich sprechen. Ja, dich. Geralt nicht. Geralt bleibt. Oder wir gehen beide wieder. Lass ihn bleiben, Phil. Er würde irgendwann doch alles erfahren. Na schön. Solange er nicht unterbricht. Betrachtet mich als Teil des Mobiliars. Die Loge hatte einst große Pläne mit dir. Wichtige Pläne. Gewiss entsinnst du dich. Du solltest deine Studien abschließen und eine von uns werden. Leider lief es anders. Wir wollen die Loge wieder einberufen. Und wir erneuern unser Angebot. Du musst zu uns stoßen. Wir sind betrübt, dass unsere liebe Sheila an dem Unterfangen nicht teilnehmen kann. Aber die Umstände schließen eine längere Trauerzeit aus. Wie lautet deine Entscheidung? Wirst du dich uns anschließen? Wie damals? Ich soll irgendein Prinzchen heiraten und eure Marionette werden? Du warst damals noch ein Kind und wir haben die Situation falsch beurteilt. Diesmal bieten wir dir eine Partnerschaft an.
Loge der Zauberinnen ist auf dem gesamten Kontinent vogelfrei. Zu ihnen zu stoßen würde Verfolgung und ständige Flucht bedeuten. Könige sterben, Weltreiche fallen, die Magie überdauert. Mach dir bitte klar, dass du zu Großen geboren wurdest. Arbeite mit uns, dann erreichst du es. Und sobald wir dich gelehrt haben, deine Kraft zu kontrollieren und zu kanalisieren... Dafür habe ich doch Avalach. Und du lässt das zu? Glaubst du ernsthaft, dass seine Absichten lauter sind? Ich dachte, ich sollte mich als Teil des Mobiliars halten. Ich vertraue ihm nicht. Ich vertraue euch nicht. Aber das spielt keine Rolle. Ciri entscheidet. Wissende hegen immer verborgene Pläne. Altruismus gehört einfach nicht zu ihrer Konstitution. Du bist sein Werkzeug, auch wenn du es nicht merkst. Wir sichern dir Wissen und Schutz zu. Aber du bleibst als dein eigener Kapitän am Ruder deines Schiffs. Und im Gegensatz zu Avalach können wir dir das versprechen. Wir erwarten nicht, dass du dich sofort entscheidest. Überdenk, was du gehört hast und wie du dich fühlst. Ich hab nicht besonders viel gesagt. Wenn das alles ist, dann... Müssen wir nach Skellige und den Sonnenstein finden. Avalach wartet unten im Hafen. Die sind mehr am Hin- und Herreisen als alles andere. Und? Ich weiß nicht. Ich will eigentlich nicht drüber reden. Ich gehe spazieren. Ich hoffe, sie... Sie schafft das schon. Sie ist zäher, als wir denken. Du solltest Avalach besuchen. Er wollte dich offensichtlich sprechen. Okay. In seinem eigentlichen Zimmerchen ist er ja eh nicht mehr. Sieht aber schick aus von hier oben. Ich muss mich jetzt hier nämlich mal ein bisschen umsehen. Ich glaube, hier kommen wir eh nicht großartig irgendwo hin. Nee. Okay. Dann halt wieder nach unten. Schön, dass du reinschaust. Ja, ich bin mal wieder ein bisschen mit Geralt unterwegs. Typ, weil wir. Ich hoffe, es geht dir soweit gut. Warum laufen wir eigentlich die Fuß? Komm hier, mein Pferdchen. Ich bin tatsächlich lieber mit dem Pferd als zu Fuß unterwegs. Auch wenn das Pferd hier nicht besonders viel bringt. Pferdchen, Tag, Hexenjäger. Hier geht's super. Das freut mich. Und ja, das ist Plötze. Unser getreues Ross. Bei dem ich mich immer frage, wie sie mit uns mitreisen kann. Wo wir sie an den unmöglichsten Orten immer stehen lassen. Ja, so darf man nicht denken. Oh. Okay, wir sind da. Wenn ihr helft, Ziel von der Jagd zu beschützen, gewährt der Kaiser euch Amnestie. Ich hoffe, wir können dir trauen. Das könnt ihr. Was ist mit Fringilla? Das weiß ich nicht, aber ich frage ihn danach. Ihr habt kaum Hallo gesagt und schon plant ihr wieder etwas. Das liegt eindeutig in unserer Natur. Du planst immer etwas. Höre ich recht? Du hast den Kaiser überzeugt, sie zu begnadigen? Sofern sie uns helfen, Ciri zu verteidigen. Schwer zu glauben, dass der Kaiser sich auf so einen Handel einlassen würde. Wenn du es nicht glaubst, dann nicht. Das ist mir gleich.
Wie war der Teil mit Fringilla? Triss hat mir erzählt, dass ihr sie nicht erreichen konntet. Vielleicht, weil sie im Verlies des Kaisers sitzt und Ketten aus dem Meritium trägt. Das hat Rita jedenfalls. Ach, sie ist ein notwendiges Übel. Wie es in Witcher immer so schön heißt. Dann hat der Kaiser vergessen, dir das zu sagen? Das gefällt mir nicht. So war das nicht abgemacht. Wenn alles vorbei ist, muss ich ein offenes Gespräch mit dem Kaiser führen. Ja, komm, versuch das mal. Sie warten alle auf uns. Und wenn du mich diesmal wieder vom Schiff verfasst, also allgemein ins Wasser, dann steche ich dir mit meinem Schwert in den Rücken, dass ihr Hören und Sehen vergeht. Ich möchte diesmal nicht im Wasser landen. Der Kaiser von was? Der Kaiser von Nilfgaard. Der gerade Krieg. Warte mal. Also, der eigentlich seit Teil 1, beziehungsweise eigentlich seit den Büchern, die nördlichen Königreiche hier erobern möchte. Und gerade hockt er hier. Der Kaiser. Hallo Thomas, schön, dass du reinschaust. Aber noch treffen. Nein, das ist das Zimmer der Weiber. Nicht der Kaiser von Isengard, wo sind denn Hobbitzing? Hab ich dich schon mal verblockt? Nee. Wobei das ja auch kein Kaiser war. Es sind alle da. Du warst der Letzte. Können wir Segel setzen? Können wir, wenn ich wieder der Erste wäre. Ja, schick. Sonnenuntergang. Wirkt leicht romantisch. Ja, Bootsfahrt. Ja, das ist, glaube ich, schon eher ein Schiff. Eine Schifffahrt, die ist lustig. Aha. Bist nicht mehr Mutti. Gibt doch Ärger gleich. Nun, damit wäre der Aufenthaltsort seiner kaiserlichen Hoheit geklärt. Will er Skellige erobern? Er weiß doch, das sind meine Freunde. Er will dir die Inseln geben, mit Sintra und dem Rest des Kaiserreichs. Tatsächlich? Der Kaiser hilft uns beim Kampf gegen die Jagd. Und wir haben gerade Fringilla Vigo gefunden. Haben wir das? Boah, das gibt doch gleich wieder Ärger. Ich spüre es. Tamot, wer ist die weiße Arie? Das hier, das ist Ciri, die nach der wir die ganze Zeit gesucht haben. Fringilla Vigo hier. Unsere Ziehtochter. Kannst du Roulette doch entfernen? Nee. Und vor allem nicht jetzt während des Streams. Vielleicht irgendwann mal. Mal gucken. Aber jetzt zur Zeit erstmal noch nicht. Sie ist gewachsen seit dem Flashback. Ja, sie ist jetzt schon eine junge, erwachsene Frau. Könnt ihr mich auf Emirs Schiff teleportieren? Ausgeschlossen. Das ist besser abgeschirmt als die Schlafstätte des Kaisers. Wir könnten es natürlich mit Gewalt versuchen. Wir brauchen Fringilla gesund und munter. Das geht in die Hose. Meinst du, sie wissen, dass wir hier sind? Emirs Magier? Natürlich. Wenn die Angelegenheit mit Fringilla Vigo geklärt wäre, würden sie sie wohl in ein Beiboot setzen und rüberschicken. Sie ist durchaus nicht geklärt. Der Kaiser hat der Loge Sicherheit so gesagt, aber... Fringilla ist eine heiklere Angelegenheit.
Sie ist seine Untergebene und offiziell zum Tode wegen Verrats verurteilt. Du wirst rausfinden müssen, was M hier mit ihr vorhat, sobald wir eine Möglichkeit gefunden haben, dich aufs kaiserliche Flaggschiff zu werfen. Ich nehme ein Boot und schippe dahin. Ich gehe selbst auf das Schiff des Kaisers. Du willst schwimmen? Mit zwei Schwertern auf dem Rücken? Du wirst abgeschossen wie eine Ente, bevor du weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt, ach, was? Sagen kannst. Keine Panik. Ich tauche. Er schafft das schon. Ja, dass du mich tot sehen willst, weiß ich. Da sind deine Chancen besser. Und wenn du an Bord bist, zeig seiner Majestät diesen Brief. Übergib den Brief nur dem Kaiser. Wir sollten ihn an sein Versprechen erinnern und daran, was er davon hat. Der wird dir den Vogel zeigen. Wir wissen doch noch nicht mal, was der Sonnenstein ist. Er wurde geschaffen, damit die Bergelfen die Schiffe der Enelle herbeirufen konnten. Jetzt hallo, ist er nur noch ein Symbol für die alles fatale Chance, die beiden Stämme zu einen. Was? Ihr kennt tatsächlich alle die Geschichte von Gealphan und Dilian von der Weißen Flotte nicht? Nö. Bitte erzähl's uns. Ich liebe Elfenlegenden. Gealphan war ein Wissender des Erdenvolks. Er verliebte sich in eine Elfin der Enseide. Okay. Ja, bei uns ist alles gut. Doch sie verschmähte ihn. Geralt hat gescherzt. Zu spät. Schadet nicht, wenn ihr es wisst. Am Tag, als die Weiße Flotte Segel hissen sollte, gab Gealphan Dilian ein Geschenk. Den Sonnenstein. Er glaubte, Dilians Herz würde sich eines Tages erwärmen. Und wenn ihr Verlangen nach ihm erwachen würde, sollte sie ihn mit dem Sonnenstein zu sich rufen. Auch wenn er Welten entfernt sein sollte. Klingt vielversprechend. Hoffen wir, dass wir mehr mit dem Sonnenstein anfangen können als die Elfin. Ich wüsste lieber, ob wir den Sonnenstein verwenden können. Du? Nein. Ich? Natürlich. Mit ein klein bisschen Hilfe von den Zauberinnen. Von denen sich einige unter Deck übergeben, während andere weiterhin unerreichbar sind. Der Sonnenstein ist auf Skellige? Woher wissen wir das? Aus Legenden. Elfenlegenden. Er liegt, wo vor Jahrhunderten die Weiße Flotte gelandet ist. Also irgendwo auf irgendeiner der Inseln. Herrlich. Das grenzt es ein. Moissac, ich rede mit ihm. Weißt du, wo er ist? Ich frage beim Hafen. Da liegen Krachs Langschiffe verteut. Bitte sag mir nicht, dass ich überall alleine hinschwimmen darf. Ich bin weg. Viel Glück. Warte mal. Okay, gut. Was tut er da? Ich weiß, ich will ja auch hin auf Michael Jackson machen. Ich habe keine Ahnung, was er da gerade tut. Löst sich das von alleine, das Problem? Geralt! Okay. Das ist mein Park. Ja. Geralt's Moonwalk. Ach, schön. Warte, ist das der neueste? Ja, das ist der neueste. Der König also einmal neu laden. Mit einem riesigen Langschiff namens Nagelfar zwischen den auch schön. Auf Geheiß von Gels machte der Hexer sich auf die Suche. Okay, ja. Lass doch mal den Dimpf in Ruhe. Mit dem Eredin muss schon jemand rauslassen. Ich würde so sehen, Pech gehabt. Wärst du durch die Weltgeschichte tapern müssen. Ja, wäre ich ja nie vorangekommen.
So, jetzt bleiben wir da nicht wieder hängen. Du kommst mir bekannt vor. Hab ich dich schon mal verlockt? Ich hab dich im Blick. Dachchen. Wolf, hast du gesehen? Die schwarzen Hunde in ihren Schüsseln. Sie kläffen und hoffen, dass wir uns... Kaya, du kannst ja keinen Timeout verhängen. Ich hab sie gesehen. Wo ist Moissac? Bei Lugus. Aber ich glaube, ich kann dir einen verhängen. Ihm ist ein Ankret auf dem Thron ein Stachel im Arsch. Erst recht jetzt, wo er die Schwarzen gesehen hat. Aber ja, du hast richtig gehört. Mit diesem zurückgebliebenen Tropf. Ich werde Moissac aufsuchen. Muss mit ihm reden. Geh. Und wenn du diesen Sausack Lugus siehst, dann sag ihm... besser nicht. Dann holst du halt. Leb wohl. Ihr kannst dann ja dich von Futters trösten lassen. Boah, der ist am Abend der Welt wieder. Naja, zum Glück haben wir da schon in der Nähe in einen Teleport-Fahrer freigeschaltet. Und wir sind die komplette Strecke reiten. Ich will nichts von euren Mädchen. Ich interessiere mich nicht für die nordischen Frauen. Ein Käfig für riesige Open Worlds. Ja, das hier ist mehr als riesig. Das sind immer noch 8000 Schritte. Bert? Plötze. Hunde. Warum bist du eigentlich immer an Orten, die unerreichbar sind? Mann. Komm schon, Plätze. Weißt du, das Pferd ist immer an den unmöglichsten Orten. Es portet sich einfach irgendwo hin. Nein, 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 nein. Lasst mich in Ruhe. wie lange hast du gestern eigentlich noch gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, bis kurz vor 1 habe ich gemacht. Meine bis kurz vor 1. Ja, heute mache ich dafür die, oder nicht die ganze, aber eine gute Nacht durch. Heute Open End, ja. Heute Open End. Es kann auch wieder nur bis 1 gehen, es kann aber auch bis 3 oder 4 gehen. Ich weiß es noch nicht. Der kann morgen aufnehmen. Ich weiß, habe ich nicht vergessen. Auch Warmaster habe ich morgen nicht vergessen. Ich werde fit und pünktlich sein. Ich glaube, ich werde mein Fiesta updaten. Gute Idee. Das mache ich über Nacht. Ja, ich weiß. Aber ich habe ihn bewusst mit reingenommen, weil er passt einfach so gut zu Witcher. Ich habe ihn allerdings leiser gestellt. Ich habe ihn leiser gestellt, damit man nicht ganz so angeschrien wird. Aber ich fand den Sound Alert so geil. Ich brauche den. Ich brauche den im Stream. Ich liebe das Lied. Es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich das gefunden habe. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich es hier bei den Sound Alerts finde, war eigentlich relativ gering. Das wollte ich schon immer wissen. Aber ich hab's gefunden. Was macht ihr Hexen, wenn und es wird doch nie wieder daraus verschwinden.
Vergiss nie ein Treffen. Das stimmt. Respekt vor unseren Bräuchen und diese Hexe Jennifer auch nicht. Mein Emote macht sich gut. Ich kann es nur immer wieder betonen. Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Einen Riesenkopf. Das ist eine geile Festung. Wobei, den Turm sollten sie vielleicht mal wieder erneuern. Ja, habe ich gelesen. Mit dem Client. Mit Fiesta. Toll, dieses Schwert. Würde ich doch niemals überlesen. Nein, habe ich wirklich gelesen. Ich kniee nicht vor einem Ankret nieder. Niemals. Ist das klar? Du hilfst lieber den Schwarzen? Fuck. Eher würde ich den verdammten Erscheinungen von Murhoch helfen, als Krach die Skellige regieren zu lassen. Und deine Männer, was sagen die? Folgen sie dir, wenn die Jarls dich einen Verräter nennen? Das hier ist mein Land, Druide. Hüte deine Zunge. Wo ist ein Frisches? Ich glaube, Frisches ist im Lurk. Also ich meine, er ist noch nicht im Bett. Es kann sein, dass er entweder mit einem Hund ist, wobei ich glaube, der Hund knabbert gerade oben. Oder dass er gerade nebenbei noch seine Serie guckt. Also ich kann gar nicht genau sagen, was Frisches gerade tut. Ich meine, der Hund müsste über mir sein. Oder er ist eingeschlafen, das kann natürlich auch sein. Dass er dann doch eingeschlafen ist. Du wärst gern König von Nilfgaards Gnaden? Ist das dein Gebell, bevor du beißt? Sollt ihr Krach meinen Kopf bringen? Nur zu! Versucht doch, ihn zu kriegen! Auf sie! Na. Ich töte ihn! Ja, ja, töte du ihn mal. Ich kümmere mich um die anderen. Mund halten und kämpfen. Komm, wir sollten hier nicht bleiben. Nee, sollten wir wirklich nicht. Mach Krach auf die Krach. Möglich. Ich will auf jeden Fall sehr mal. Leute, ich fordere die Truhe. So. Ja. Okay, ich komme nicht an die Truhe. Wir müssen uns aber auch grundsätzlich mit den Leuten. Nein! Nichts. Einfach nur nichts. Nicht dein sehr doch. Mit einem riesigen Langschiff namens Nagelfahrt. Leider doch, meine Herren. Auf Geheiß von Geels machte der Hexer sich auf die Suche nach dem Sonnenstein, einem Artefakt, mit dem Eredin in eine Falle gelockt werden soll. Der war gut. Die Bank hat mich getötet, auf der ich gelandet bin. Ja, ich habe mir meine Kronjuwelen geklemmt. Und der Schmerz war zu unerträglich für mich. zum Glück muss ich schon verabschieden. Mein Vater war gleich die volle Brandbreite. Alles gut. Schön, dass du da warst. Und wir quatschen ja morgen. Dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Wir sollten hier nicht bleiben. Ja, sollten wir nicht. Da hast du recht. Ich werde eh wieder sterben. Die Bank ist ja noch peinlicher, ja. Nein, nicht schon wieder! Ich bleib hier unten, ich hab keinen Bock mehr. Ich bleib hier einfach unten. Wird schon interessant. Hallo Nanaki! Schön, dass du reinschaust. Hey, pass auf die Bank auf, die ist der Killer. Ja, die ist scheiß Bank, ey. Weißt du, nicht nur, dass ich tollpatschig bin, nein.
ich lande von allen Orten, an denen ich sterben kann, lande ich auf so einer Kackbank, ey. So, toll. Ganz toll. So, wir gehen ganz langsam hier runter. Ganz langsam. Puh. Gebratenes Fleisch. Ich frag mich, wie er jetzt eine komplette Festung ausräumt. Neuer Killer bei DVD, die Bank aus der Wutschattenreihe. Ja. Hey. Der schrecklichste Killer, seit es DVD gibt. Die Bank. Extra Perk. Holzspäne. Zurück! Ich töte ihn! Ja, töte ihn mal. Hallöle. Das war blöd. Plötzlich gib ihm doch mal einen mit seinen Hufen. Okay. Der Moment, wenn er nicht mehr die Zeichen macht. Zumindest für Kronjuwelen. Wird später. Ja, es lief, glaube ich, jetzt mehr schlecht als recht, ne? Moissac, könntest du bitte warten? Moissac, hallo. Du musst doch nicht so rennen, alter Mann. Das bekommt deinem Herzen nicht. Ist nicht gut für dich. Ich frage mich, wie weit er jetzt hier noch gehen möchte. So, die oh, haben hier von nichts mitgekriegt. Warte, warte, das ist nicht so gut für die Bank. Ja, für die Bank. Für mich nicht. Du musst noch mal neu starten. Nun, Geralt, ich sehe, dass kein Streit in Skelliger ohne dich auskommt. Gemein und unwahr, Moissac. Mir scheint, ich habe sogar einige verpasst. Krachs Abkömmling sitzt auf dem Thron. Und das ist dein Werk. Ich fürchte, du hast einen kleinen Bürgerkrieg losgetreten. Seit Ewigkeiten hatten die Skelliger im Kampf um die Krone ihr Blut vergossen. Das war dort so üblich und nur eine Frage des Ausmaßes. Doch das blutige Bankett auf Caer Trolde war anders. Es war unehrenhaft und verräterisch und musste aufgeklärt werden. Einmal mehr Hexerarbeit. Arbeit, die in der Krönung der neuen Königin von Skellige gipfelte. Das ist nicht ungewohnt für mich, Witcher auf Deutsch zu hören. Echt? Hast du das noch nie auf Deutsch gehört? Der Clan Drummond wird wohl früher angreifen, als er hat. Ich kann mir das gar nicht auf Englisch oder so vorstellen. Um eine Einigung mit Lugos zu erzielen? Dafür mag ich die Stimme von Geralt einfach zu gern. Nur Krach hat geglaubt, dass die jetzt noch möglich wäre. Dann habe ich dir die Tour nicht vermasselt? Diesmal nicht. Lugos Tod wird einiges ändern. Sein Vetter, der jetzt Jarl wird, ist ein schwacher Anführer und dumm dazu. Dieser Krieg beginnt bald. Und noch schneller wird er vorbei sein. Ich bin ja auf Russisch. Es wird mir sehr viel Gefühl geflucht. Aber warum bist du nach Skellige zurückgekehrt? Okay. Ist gar nicht. Auf Russisch könnte ich es, glaube ich, gar nicht spielen. Aber klingt bestimmt auch interessant. Hör zu, Meister. Weißt du etwas über den Sonnenstein? Der Legende nach ist er irgendwo auf Skellige. Erst die Maske von Ouroboros, jetzt der Sonnenstein. Die Monster können aufatmen, da du Schatzsucher geworden bist. Ich hoffe ja gleich, ich würde mal einfach die sagen, NC der Elfen haben mich noch nie interessiert. Aber dieser Skalder Event. Ja, selbst aus dem ersten Teil, die Synchro war gar nicht so schlecht. Oder war jetzt die Bombe, aber es war jetzt auch nicht so, wo finde ich dass man sagt hat, oh, heute? Zweifellos in Armion. Hm. Du könntest auch die Perlentaucher Erling und Matthias Fischung ich habe fragen. Damals? Die jagen derzeit am Ostende der Bucht. Welches Spiel war das denn? Ich glaube, Jack and Dexter, der erste Teil für PS2 damals. Das habe ich tatsächlich auf allen Sprachen, die es da gab, gespielt. Also auf Englisch, Französisch, Italienisch,
Spanisch und Deutsch. Aber außer Deutsch und Englisch habe ich bei keiner anderen Sprache irgendwas verstanden. Aber es war cool, die Sprache zu, also mal zu hören. Warum tut man sowas? Ich wollte einfach mal wissen, es war interessant. Das war das einzige Spiel, was ich dann auch mal spielen konnte, wo ich weiß, was ich machen soll. Und dann mich in Ruhe auf eine andere Sprachausgabe konzentrieren konnte. Also, ne? Ich wusste, das wollte einfach wissen, wie das klingt. Aber bei Witcher, ich weiß gar nicht, ich glaube, bei Witcher könnte ich mir das nicht vorstellen. Aber ich glaube, da wäre dann noch das komplette Spiel auf einer anderen Sprache gut genehmigt. Zum Beispiel die Tales of Freie, da kann man ja auch wählen, ob man japanische oder englische Sprachausgabe haben möchte. Dann nehme ich grundsätzlich immer japanisch, weil ich die englische Sprachausgabe überhaupt nicht ab kann. Weil das klingt einfach... Nee, seltsam. Einfach nur seltsam. Fischlung? Interessant. So nennt man ihn. Kann stundenlang am Stück tauchen. Niemand weiß, wie er das macht. Aber ich habe einen Verdacht. Du magst ihn nicht besonders? Nichts Persönliches. Ich konnte schon seinen Vater und seinen Großvater nicht leiden. Ich sag mal so, auf der russischen Sprache ist der Ton sehr viel rauer und aggressiver. Okay. Da kann ich mir aber auch gut vorstellen. Eins noch, Gerald. Russen sind ja auch eher so ein bisschen... Die Vorfahren von Matthias und Erling hätten... Kräftiger, sage ich jetzt mal so von der Stimme her. Wenn sie nicht durch irgendeine magische Barriere geschützt wären. Genauso wie... Nimm eine Zauberin mit. Norweger oder Schweden? Irgendwas oben im Norden auf jeden Fall. Ja, mögen die Götter sich unser Erbarmen. Kräftigere Stimme. Wäre es mal wert, sich das auf YouTube mal zu geben, zu wissen, einen Ausschnitt. Ja, stimmt. Könnte man echt mal machen. Weiß nicht. So. Wo müssen wir hin? Was müssen wir machen? Och, nicht schon wieder nach da hin. Gut, aber wir können hier einmal komplett runter. Das können wir einmal noch mitnehmen. Und Speicher nicht vergessen. Ich in Mäusack. Schnellreise nicht dein Fall. Doch, eigentlich, also ich benutze es eigentlich sehr, sehr oft. Eigentlich schon zu oft. Du hast ja Schwerter auf den Rücken. Das Problem ist, ich spiele Witcher jetzt das erste Mal. Und ich weiß nicht, wie lange mir diese wunderschöne Welt noch erhalten bleibt. Ich habe zwar noch die DLCs vor mir. Oder wir haben noch die DLCs vor uns, aber... Komm näher, Fremde. Ich will die Welt noch genießen, so lange wie ich sie hier noch habe. Weißt du? Ich habe mich echt in die Witcher-Reihe verliebt. Ich habe im Februar habe ich mit Teil 1 angefangen. Direkt danach Teil 2. Direkt danach Teil 3. Ich lese gerade die Bücher. Ich glaube, ich gehe meinem Freund schon mächtig auf den Sack damit. Also, ich liebe es einfach nur. Hallo, meine Wölfe. Euch würde ich ja gern leben lassen, aber ihr wollt mich ja leider töten. Aua. Es wird schon die untergehen, solange du nicht weit in das Story vorankommst. Ja, trotzdem. Also ich reise schon relativ viel mit diesen ganzen Pfeilern da. Oder bin auch viel mit Pferd unterwegs. Es gibt halt manchmal so kleine Sachen, wo ich mir dann denke, ach, das kannst du dir ja nochmal kurz gönnen, das kannst du einfach noch kurz mitnehmen. Wie jetzt hier halt mit dem Fragezeichen. Wenn jetzt nichts in der Nähe gewesen wäre, hätte ich jetzt Schnellreise gemacht, aber so. Darf einstreichen als ja. Ach, das ging nicht anders. Es war tatsächlich, eigentlich war es Zufall, dass ich dann Witcher gespielt habe. Ich habe halt direkt am Anfang mal die Zuschauer entscheiden lassen, weil wir ganz schnell mit, oh Gott, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, auf jeden Fall mit einem anderen Teil damals mitgekommen sind. Und dann hatte ich aber kein weiteres Spiel mehr ausgesucht, wollte aber den Stream noch nicht beenden. Und dann fiel halt die Wahl bei den meisten auf Witcher. Und dann habe ich irgendwie die Witcher-Reihe bis jetzt durchgezogen. Und ja,
Ich bin ein Suchti. Ein ganz großer Suchti. Mich lässt die Reihe nicht mehr los. Yeah.